Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth mit Schwimmbrillen. Ja, in der letzten Folge haben wir Quest gemacht und jetzt machen wir Quest. So, ich mache jetzt mal mit folgender Quest weiter und zwar mit den seltsamen Leuten. Jo, ja. Und ratet mal, wo die sind. Wir gehen jetzt hier links und zack. Oh mein Gott. Da sind sie. Beziehungsweise einer. Aber ich bezweifle, dass es bei ihm bleibt. Ach, hallo. Seid ihr auch auf Besuch in Zerwett? Sieht so aus. Bist du allein hier? Wo sind deine Geschwister? Ich weiß es nicht. Sie sind wohl unterwegs. Darf ich dich etwas fragen, Feuer Joe? Mein Engel darf mich alles fragen. Warum bist du gerne geschlagen? Tut das nicht weh? Doch, es tut weh, aber es ist die beste Möglichkeit, Cass zu inspirieren. Wenn er eine bessere Möglichkeit wüsste, würde er sie bestimmt nutzen. Doch ich weiß auch, dass Anis Essen grässlich schmeckt und sie weiß es auch, wenn sie ehrlich ist. Aber warum setzt du dich solchen Schmerzen und Erniedrigungen aus? Damit wir zusammenbleiben können. Er steht einfach darauf, geschlagen zu werden. Hat nichts mit Liebe zu tun. Wenn Cass der beste Schmied der Welt wird und Annie die beste Köchin, können wir immer zusammenbleiben. Müssen sie beide denn die Besten sein, damit ihr zusammenbleiben könnt? Streng genommen wohl nicht, aber ihr müsst wissen, dass wir einen Traum haben. Ihr habt vorhin etwas namens Dunkelflügel erwähnt. Genau, das ist der Name des Ladens, den wir eröffnen wollen. Wenn uns das gelingt, können wir für immer zusammen sein. Das klingt echt gut. Dann leidest du also, um deinen Traum wahr zu werden zu lassen. Ach, ich leide nur. Manchmal macht es auch Spaß auf eigene Weise. Es ist nicht leicht, ein kleiner Bruder zu sein. Hey, bist du etwa auch ein kleiner Bruder? Das ist ja toll, dann könntest du mein Mentor sein. Also, ich muss dann mal Cass und Annie suchen. Bis bald. Ist ja trotzdem merkwürdig. Großer kleiner Bruder. Okay. Ja. Er ist schon seit 17 Jahren als jüngerer Bruder tätig, also ist er quasi ein alter Hase. Okay. Hier waren sie als letztes. Was wäre die nächste Stadt? Wir haben marzianische Enklave, deswegen gucken wir jetzt mal da vorbei. Sie da jetzt als nächstes sind. Weil in dem Nebenquest-Log da stand. Im Wellernick waren sie das letzte Mal, als wir sie gesehen haben. Das heißt, sie müssen hier irgendwo sein. Vielleicht bei Pascal, weiß ich nicht. Mal gucken. Miau. Musik. Nein. Vielleicht bei Folie. Na. Ne, okay. Die wahrscheinlich deinem Dingens, falls sie überhaupt hier sind, dann sind die überhaupt nicht hier. So, gucken wir mal. Die sind bestimmt jetzt hier in der Mitte. Wenn nicht, dann müssten sie in Land sein. Und da sind sie, glaube ich, als letztes, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, warum sind mir die Leute so im Kopf geblieben? Legenden, genau. Und ich sehe da schon ein Smiley. Asbel. Pascal is behaving strangely. I'm not surprised. Okay, rude guy. And with me in total freaking agony over here and everything. If you don't mind my asking, Pascal, what is the matter? Well, the thing is... Yes? I seem to have stopped growing. I see. And exactly how old are you, Pascal? I'm 22. So, like, what should I do, little bro? Perhaps you should discuss it with the captain. After all, he's quite tall. Oh, right. And he couldn't be that tall if he wasn't still growing. Aw, thanks, little bro. You're a lifesaver. Okay, what the... Please refrain from any further comment. I'm starting to get a little worried about you, Hubert. Diese Logik wird einfach nicht in Frage gestellt und da sind sie sogar alle drei. Ah. Na gut. Wird der Hut immer größer? Haben sie überhaupt hierher gefunden? Hey, findet ihr nicht auch, dass sie anders aussehen? Ja, ihr Hut wird immer größer. Oh Mann. Jetzt, wo du sagst, irgendwas stimmt hier nicht. Ach, das war Pascal. Was ist los, Feuer Joe? Cass?
Annie? Joe? Warte noch. Ich glaube, sie streiten. Gut, du hast recht. Was ich koche, schmeckt, als würde man vom Fußboden einer Scheune essen. Aber wie kannst du das nur sagen? Ich strenge mich so gut an, wie es geht. Wirklich, Cass. Ja gut, ich hätte nicht so daher reden dürfen. Aber du bist selbst schuld. Warum kannst du es nicht nach aller Zeit noch immer nicht besser? Ach, was hat das für einen Sinn? Wir sollten es einfach sein lassen. Wir sind nicht mal echte Geschwister. Himmlisch! War nur ein Scherz, aber ich hab euch dran gekriegt, stimmt's? Kommt, essen wir was und vertragen uns wieder. Ich hätte gerade eine Inspi... Hä? Wo sind sie denn hin? Annie ist in diese Richtung gelaufen. Im Ernst? Mist! Und was nun? Gag! Es ist fertig! Hier, nimm es. Ich soll kein Geschenk von Spinnern annehmen. Tja, dein Pech, ich hab's zu tun. Er sucht wohl seine Geschwister. Glaubst du, sie werden sich wieder vertragen? Sie werden sich schon zusammenraufen. Was meinst du, Espe? Ich glaube schon. Mandarinenfarbiger Schal. Okay. Wird bestimmt nicht besser sein als das, was ich jetzt habe, ne? Okay, als nächstes. Ich meine, als letztes waren sie in Land. Weil, wenn sie in Telos Estur irgendwo sind, dann, ja. Wie sind die da hingekommen? Aber ich meine, Land waren sie auf jeden Fall als letztes. Ich glaube nicht, dass sie in Telos Estur sind, ganz ehrlich. Obwohl, wie sind sie hier hingekommen? Ja, nein, okay. Eieiei. Und das... Mein Gott, der wird immer größer! Warum wird er immer größer? Hallo zusammen. Wie ich sehe, vertragt ihr euch wieder. Da bin ich ja froh. Oh ja, Cass hat überall nach uns gesucht. Darf ich fragen, was er hier in Land macht? Wir wollen hier unser Laden eröffnen, wenn alles gut meine ich. Nein, oh Gott, dann sind sie ja immer in der Nähe. Was meinst du, Espel? Haben sie deine Erlaubnis? Was soll das heißen? Espel ist der Fürst dieser Stadt. Moment, oder ist es Hubert? Kannst mir das nie merken. Ist egal. Oh wow, dann seid ihr also für alles verantwortlich? Nicht direkt für alles. Es ist kompliziert. Na, wenn das so ist, so müssen wir euch etwas zeigen. Joe, Annie, macht euch bereit. Hihi, wenn ihr das seht, werdet ihr uns anflehen, unseren Laden zu eröffnen. Es gibt nichts, was man mit einem Band zwischen Geschwistern vergleichbar wäre. Macht mich stolz, ihr zwei. Das ist der... Erster Auftrag für Dunkelflügel. Los geht's. Gag. Und eins und zwei. Und das in unserem Zimmer. Oh, wir kochen jetzt also mit Kohle. Jetzt ich. Himmlisch. Hier wird schön ein klasse Schwert. Nur für dich. Irgendwie auf der Welt muss es doch brauchen können, nicht? Findet ihn. Und dieses Mal wird euch mein Essen wirklich in den siebten Himmel versetzen. Dieses Gericht ist sagenhaft. Wie du meinst. Wir sind nicht mehr verkohlt. Ihr nehmt es also? Gut, das heißt, ihr seid offiziell auf unsere Bestechung eingegangen. Wie bitte? Keine Sorge, das bleibt unser Geheimnis. Aber dafür wird das Zimmer unser neues Hauptquartier. Nein, wartet. Eure Bestechung ist keineswegs ausreichend, um uns für die Übernahme unseres Hauses zu kompensieren. Ich darf also im Haus vom kleinen Bruder, also meinen Mentor... Also, meine Mentor wohnen? Hurra! Ach, bei allem was. Schön, dass mir dieser Plan gefällt. Dieser Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ich komme dich mal wieder besuchen, Feuer Joe. Ach, mein Engel, ich kann es kaum erwarten. Requiem, ein Großschwert, das sich seinen Träger aussucht. Offenbar sucht es nach jemanden. Marbo Curry, braucht ihr das nicht auch mal für irgendwas? So, ich kann nochmal mit euch reden, okay. Wenn es sein muss. Wen haben wir denn da? Schön, euch alle wiederzusehen. Hauen sie dich noch immer Feuer, Joe? Hihi. Wie hat euch das Marbo-Curry geschmeckt? Wenn ich jetzt mir recht überlege, habe ich noch nie Marbo-Curry gegessen. Ich weiß schon, darum habe ich es heute gekocht. Ich nehme an, ihr wollt auch Curry? Warum nicht? Ich liebe das Risiko.
Wir nehmen dein Angebot gerne an. Oder ja, Herausforderung. Hurra! Also sterben sie jetzt. Game over. Das ist köstlich. Ein bisschen scharf vielleicht. Das ist lecker. Es hat genau die richtige Schärfe. Es ist gut, aber es ist eigentlich ein ungewöhnliches Gericht. Das habe ich auch gedacht. Ist das Mabo-Tofu wirklich nötig? Es geht wieder los. Ich frage mich nur, wieso es dieses Gericht überhaupt gibt. Ich kann dir nicht ganz folgen. Curry ist Curry, stimmt's? Ein eigenständiges Gericht. Ich finde es seltsam, Mabo-Tofu dazu zu essen. Oh Mann, du siehst das ganz falsch. Stell dir einfach vor, du isst das Curry zum Mabo-Tofu. Ich sage ja nur, wenn man schon etwas zum Curry gibt, dann sollte es zumindest dazu passen. Wie eingelegtes Gemüse? Du bist ein Curry-Purist, Bruderherz. Gehört Mabo-Curry zur Familie der Currys, Annie? Oder ist es nur ein entfernter Verwandter? Das ist eine gute Frage. Mabo-Curry gibt es sowohl als auch Mabo-Tofu als auch als Curry. Das ist nicht gerade hilfreich. Das Rezept ist vor 7... Wieso reden wir überhaupt jetzt über Curry, mein Gott? Das Rezept ist vor 4 Jahren entstanden, noch bevor Joey zur Welt kam. Wir hatten mit Glück einen besonders hochwertigen Tofu bekommen. Aber dann stritten Annie und ich, was es zu essen geben sollte. Lass mich raten, einer von euch wollte Mabo-Tofu und der andere Curry? Ganz genau, zu guter Letzt schichtete unsere Mutter den Streit, indem... Warte, sagst du Mutter? Ja, unsere Mutter war die erste, die je Mabo-Tofu und Curry miteinander kombiniert hat. Und so ist es also entstanden? Jawohl, bis uns zu Hause. Unsere arme Mutter starb kurz nach Joys Geburt. Und in all den Jahren habe ich nie den Geschmack ihres Mabo-Currys vergessen. Ach, das war Annie. Es war wirklich das Beste, was wir je gegessen haben. Und ich wusste schon immer, dass ich es eines Tages für Joy kochen würde. Ach ihr, dieses Mabo-Curry ist genauso gut wie das von Mutter. Das ist Hausmannskost, so wie es sein soll. So schmeckt Familie. So hat es also geschmeckt, wenn Mutter gekocht hat. Hast du das gehört, Espel? Ja, so schmeckt Familie. Dann gibt es wohl doch einen guten Grund für dieses Gericht. Das macht uns zu einem Teil der Familie, Espel. Wenn man zusammen isst, heißt das, man ist eine Familie, stimmt's? Stimmt, lass uns das mal wieder zusammen essen. Du meine Güte, dieses Zeug ist einfach nur Wahnsinn. Ich könnte für den Rest meines Lebens nur noch das essen. Wir sollten es in ein Spezialgefäß verkaufen, damit es warm bleibt. Das wäre sicher ein Renner. Das ist eine tolle Idee. Ein fantastischer Einfall. Sag noch etwas, Joey. Ich sehe schon, wie es aus deinen, Worten Flügel wachsen. Wärst du so gut, Cass? Himmlisch! Hihi. Oh Gott. Also sie sind weg, Gott sei Dank. Habe ich immer noch irgendwie was? Okay, sie sind weg. Sie sind weg. Für immer. Gott sei Dank. Oh Mann. Ei, ei. So, hier haben wir hinter uns. Gut. Du sollst auch sein. Wir haben ein Requiem bekommen von all denen. Das werden wir irgendwann noch gebrauchen, aber jetzt nicht. Als erstes gehen wir mal hoffentlich den letzten Samen ab. Weil ich habe jetzt keinen Bock, nochmal alles abzusuchen. Ich habe ja mehr oder weniger nur durch Glück irgendwie den gefunden. Dann wollen wir mal diesen Gerbera-Samen einsetzen. Ich bin Gerbera. Oh, das klingt ganz schön beeindruckend. Ich habe immer noch den Nachtlinien-Samen. Ah, ich habe doch jetzt alle... Ja, es wachsen lassen, ey. Was hat jetzt gewachsen? Aber gut, ich würde sagen, ich kann schon mal einen Badeanzug holen, den ich letztens gefunden habe. Und zwar... hier. War der doch, oder? Ja. So. Gehen wir mal hier rein. Warte mal. Jo. Und der war direkt hier drin, wo wir letztens waren und die Schatztruhe gefunden haben.
deswegen wir zeitlich vielleicht eher dahin gehen, später dahin gehen sollten, aber egal. So, nämlich hier. Babs. So, ich töte mal jetzt einfach ruckzuck. Mein Gott, wie viel? Weit so. Babs, so. You should learn more about this world. Okay, what have you learned already? Well, yesterday. Why is the captain running away? Ich liebe diesen. Diese Victory Quote, ey. So, Sophies Badeanzug, Strandmietze. Alles klar. Wir sind schon bei 1 direkt, okay. Ma. Könnt ihr es wagen? Ma. Da ist ja schon wieder mein Dings abgebrochen. Zack, so. Alles klar, dann. Weiß ich nicht, wo gehen wir jetzt nächstes hin? Wir könnten den einen jetzt auch schon mal auftreiben, den. Naja, den, mein Gott. Den letzten Badeanzug. Weil ich weiß, wo der sich befindet. Aber. Ich möchte noch nicht, ehrlich gesagt, da reingehen, wo wir hin müssen. Aber egal. Wir gehen jetzt zum unberührten Sandgebiet. Wenn wir schon alle Badeanzüge haben, dann holen wir uns die letzten auch noch von Pascal. Ich meine, so ist es ja nicht, ne? Wir müssen nur die Gegner ausweichen, weil ich glaube, die sind ein bisschen zu stark. Ja, Abfall, ja, in der Wüste. Die sind Level 90 aus irgendeinem Grund. Aha. Ich möchte mal kurz hier speichern, weil das wird dann doch ein bisschen riskant. Weit entfernt war das auf jeden Fall nicht. Aber weiter gehen wir noch nicht da rein. Können wir uns übrigens auch noch Zeit lassen. So. Wie ihr euch vielleicht erinnert, wir haben mal einen amessianischen Schlüssel in. Boah, in der Mensch. In dieser humanoiden Fabrik gefunden, wo den Emerald auch gesagt hat. Den können wir jetzt da einpacken. Yay! Zack. Jetzt gehen wir da rein. Sandschleierruine. Ich meine, da war schon direkt hier, ne? Ja, da hinten. Zeichen der Dankbarkeit. These ruins look quite ancient. Yeah, they look like more Marcian ruins. In fact, now that I think about it... You know something? Remember the heat ray cannon back in Fendel? Well, this guy is its counterpart. So this one was helping us the whole time and we never knew. Yeah, and so we should totally thank it. Namu. Heat ray cannon. Huh? What does Namu mean? Okay, we're good. Was soll Namu bedeuten? Oh. Ja, ich speichere nochmal hier. Weil, wenn wir den nicht schaffen, dann können wir nicht einfach so neu starten, glaube ich. Deswegen, ja. Muss ja aber nur ein Gegner sein, oder? Level 78, oh. Jetzt sogar den Dingens auf, ey. Sender mit der Pascals Badeanzug trägt. Okay, komm her. Und zack, mein Gott, das war ein geiles Schwert. Da sieht man die ganzen neuen Zauber hier, so Drachentöter und so. Drags, ja. Bam, Stampede. Like. Damn, und damn, und damn. Mal schön Angriff spammen. Jawohl. Kostüm erlernt. Jetzt haben wir den letzten Badeanzug noch. Tiefseetaucherin. Zack. So, haben wir wieder eine Nebenquest erledigt. Geil.
So viel Samensammlung, da könnten wir jetzt noch mal vorbeischauen. Das können wir auch noch irgendwann machen, aber das ist doch schwierig. Weil wenn man mehrere Karten hat. So, das Gebiet gucken wir uns ein andermal gründlich an. So, gehen wir mal nach Land. Und gucken, ob die Blumen gewachsen sind. Sieht nicht so aus, oder? Ma. Immer noch mehr. Ihr habt die doch an die Stelle hingepackt, wo wir Dingens. Noch keine hatten. Egal, jedenfalls. Da wartet noch eine Quest, die wir abgeben können. Die gehen wir mal kurz ab. Weil die Haifischrotze, die wir gefunden haben, im Strandhaus, im Strandpark, wie auch immer, die haben wir noch nicht abgegeben, wenn ich mich nicht irre. Verteidigung, das ist gut. Und Kostüm, ja. Hier. So, dann zeig mal. Oh, Miso. Und eine Cutscene, okay. Danke für die Haifischflosse, miau. Wofür braucht man überhaupt eine Haifischflosse? Zum Kochen, stimmt's? Stimmt's? Tja, miau, ich habe vor, die eine Hälfte zu essen. Und die andere Hälfte, die möchte ich wachsen lassen, miau. Wachsen. Psst, Haifischflossen wachsen doch nicht, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht tun. Kann man sie überhaupt essen? Ah, ich verstehe. Was verstehst du? So viel stört es dich, so klein zu sein? Nicht unbedingt. Manchmal frage ich mich nur, warum ich so klein bin. Verstehe, wir brauchen also einen Apparat, der Sachen größer macht. Miau, das ist Musik in meinen Ohren. Auf diese Weise könnten wir riesige Haifischflossen herstellen, miau. Wenn ich das klinkere und dort ein bisschen schrippschrappe. Moment, kannst du echt eine solche Maschine bauen? Was? Niemals, das ist unmöglich. Aber es hat sich so angehört, als könntest du. Ja, macht mir nicht noch einfach so falsche Hoffnungen, miau. Ich glaube, Pascal könnte eines Tages schaffen, so eine Maschine zu bauen. Ich würde es ja auch so trauen. Oh, Leute, wenn ich euch so, glaube ich gleich selbst daran. Wisst ihr was, ich probiere es einfach mal. Toll, wann wird sie fertig sein, miau? Tja, das ist eine knifflige Sache. Vielleicht in 1000 Jahren oder so. Da bin ich tot, miau. Was soll's, ich kann es euch ja auch genauso gut jetzt schon geben, solange ihr noch motiviert seid. Gut, gehen wir es an. Ja, Espel, Cheria, macht mit. Ja, wir schaffen das. Ich kann euch nicht hören. In Ordnung. Es stört sie wohl doch, so klein zu sein. Hört gefälligst auf zu lachen und feuert sie an. Dunkelrot, oh, dunkelrotes Gewand. Kleidung, die nur von Pascal getragen werden kann. Rotes Licht erweckt im Träger Leidenschaft. Cool. Haben wir auch von ihr. Es wird nur von Espel. Ah. Und dann, wo sind hier? Kreis Angriff plus 38, geil. Die Kasskleidung, mein Gott. So, dann weiß ich jetzt gar nicht. Fehlt mir nur ein Stempel, glaube ich. Jawohl. Und Abfall. Ich kann Abfall kaufen, super. Warte mal, ich habe da einen kleinen Trick. Was kann ich denn hier kaufen? Verkauf Monokel. Guck mal, einen Monokel. 17 Stempel, gut. Lavendel, ja super. Verkauf den Monokel. Und Glaskugel, ey, cool. Die braucht ich doch für Dingens. Ach, das ist also dafür, wenn man im Kinderark keine gefunden hat. Weil ich hatte auch gar keine.
Kinnark findet man die doch, aber irgendwie habe ich nicht gefunden. So, wie sieht's jetzt aus? Ist da jetzt ein Unterschied? Hab doch jetzt schon so viele. Muss ich immer noch einen finden? Na gut, dann gehen wir mal noch zu Tellos Astur. Dann machen wir Feierabend für heute. Letzten Folgen sind ein bisschen lang geworden, also das war eine normal lange Folge, reicht ja. Oh nein. Ja, Frischblutband, okay. Haben wir schon viel früher führen können. Mitremesser und zack. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich weiß nicht, was wir dann noch in den nächsten Folgen machen werden. Aber mir wird schon was einfallen. Guck ich halt mal an, mein Gott. Vielleicht machen wir das. Ich versuche es mal. Oder das kranke Kind, muss ich auch noch nachgucken. Jedenfalls. Ich könnte mal nachgucken. Wo ist denn hier Dingens? Wo sieht man das nochmal bei Daten, ne? Er legt daneben Quiz 52. Wie viele gibt es? Keine Ahnung. 651 Stempel. Ich glaube jetzt sowieso irgendwie nicht die Anzeige. Ja, ab 90% bedeutet, dass die Zahlen grün werden, aber hier sind irgendwie alle grün. Unter 50% ist rot, oder was? Ja, minus 90. Bäh. Das über 90% ist dann so bläulich oder weil. Egal. Ben bin im Part hier und ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.